Musiktherapie im Krankenhaus. Worum geht es? Ein Aufenthalt im Krankenhaus kann eine sehr belastende Zeit sein. Körperliche Einschränkungen, Schmerzen, Angst, Stimmungstiefs, Erschöpfung, das Gefühl von Ohnmacht und Isolation beeinträchtigen die Lebensqualität. Hier kommt Musiktherapie als psychosoziale Unterstützung ins Spiel. Musiktherapeuten, die Teil des interdisziplinären Behandlungsteams sind, bieten sie dem Patienten begleitend zur medizinisch-pflegerischen Behandlung an. Aber was ist Musiktherapie? Musiktherapie hat Verbindungen zur Musikmedizin. Dort wird Musik als Reiz eingesetzt, um eine bestimmte medizinisch erwünschte Wirkung zu erzielen. Zum Beispiel wird Patienten, die auf ihre Operation warten, eine angstlösende Musik über Kopfhörer angeboten. Im Vergleich dazu ist bei der Musiktherapie die therapeutische Beziehung besonders wichtig. Auf dieser Basis beziehen Musiktherapeuten die Musik individuell ein, um die Patienten bei der Bewältigung einer komplexen, krisenhaften Situation ganzheitlich zu unterstützen. Und wie geht das in der Musiktherapie? Am Beginn gibt es ein Gespräch, in dem Patientin und die Musiktherapeutin die momentane Belastung erkunden. Daraus entwickeln sie einen Auftrag und eine Idee, welche musiktherapeutische Methode jetzt hilfreich sein könnte. Diese Methoden können zum Beispiel eine gemeinsame Improvisation sein oder das Musikhören. Im Anschluss reflektieren sie die dabei entstehenden Erfahrungen unter therapeutischen Gesichtspunkten. Aufträge an die Musiktherapie können vielfältig sein. Patienten suchen Halt und Trost in einer Musik. Sie möchten die Möglichkeit nutzen, ihre Gefühle in Resonanz mit einer Musik wahrzunehmen, auszudrücken und zu modellieren. Sie möchten sich mit Hilfe von Musik entspannen oder ablenken. Sie suchen nach inneren Ressourcen, die über Musik geweckt werden können. Sie möchten sich im Musikmachen gestaltungsfähig erleben und ihre gesunden Anteile wahrnehmen. Für diese psychotherapeutisch verstandene Behandlung haben Musiktherapeuten die Annahme, dass Musik ein ganzheitliches, emotionales Geschehen ist. Menschen können sich mit Hilfe von Musik wahrnehmen und ihre Gefühle finden einen Ausdruck in ihr. Das Innere bekommt eine hörbare Resonanz und wird gestaltbar. Meist ist Musik mit etwas Positivem verbunden und so weckt sie Ressourcen und baut eine Brücke zum vertrauten Leben. Zugleich wirkt Musik auf das vegetative Nervensystem und als Sinnesreiz im Gehirn und es entsteht eine ganzheitliche, integrierende Erfahrung. Inzwischen gibt es eine wachsende Anzahl von Studien zur Wirksamkeit von Musiktherapie im Akutkrankenhaus. Hier finden sich Hinweise auf Stimmungsverbesserung, Angstreduzierung, Verbesserung der Lebensqualität, Förderung der Salutogenese und Verbesserung psychologischer Parameter. Noch gibt es wenige Akutkrankenhäuser, in denen die Musiktherapie Teil der Behandlung ist. Das sollte sich ändern, aus gutem Grund. Musiktherapie kann eine ganzheitliche Behandlungsweise unterstützen und somit zum Heilungsprozess beitragen.